haben und nicht haben. Wir sind nicht die, die alles haben. Was wir aber dringend brauchen, ist mehr. Dies ist eine unserer wichtigsten Fragen. Wo nur kriegen wir Fehlendes her? Was wir nicht haben, sind Folgengedanken. Der Wegwerfgesellschaft fehlt dafür der Sinn. Im Kaufrausch gibt's weder Zaudern noch Wanken und der uralte Kram kommt schon irgendwo hin. Wir haben die Welt mobil in der Tasche. Wir surfen im Netz, sind bei Facebook auf Rolle und dann ließen die Geister aus ihrer Flasche, sind gläserner Mensch unter Google-Kontrolle. Was wir nicht haben, ist Zeit mit den Jahren. Trotz Zeitsparprogramme lässt sie sich nicht fassen. Die Zeit ist eine Hülle, man kann sie nicht sparen. Nur das Füllen der Hülle bleibt uns überlassen. Wir haben die Möglichkeit zu verreisen in jede nur erdenkliche Ecke der Welt. Und das zu immer geringeren Preisen. Je weiter, je länger, so sparen wir Geld. Was wir nicht haben, ist Zukunftsempfinden. Wir leben jetzt hier und sicher nicht schlecht, und das Ozonloch wird alleine verschwinden. Und Erdölverbrauch, das ist unser Recht. Wir haben aber ein Gefühl für Gerechtigkeit. Steuer hinterziehen, dies tun sie doch alle. Nur bei vielen fehlt bloß die Gelegenheit und der Gemeinschaftssinn in jedem Falle. Was wir nicht haben, leider, ist eine Vorstellung von genug. Die Gier nimmt zu und die Neider, noch dazu hält sich jeder für klug.